Na, willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu unserem Let's Play Civ 6 mit Griechenland auf der Weltkarte mit Bahnstartplätzen. Dadurch ist ein bisschen gedrängt hier in Europa. Ja, kommt schon mal vor. Ich würde ganz gerne wissen, was die anderen wollen von mir. Irgendwie ist die Schwarze Königin sammelt so viele Spione und so viel Diplomatiezugang wie möglich. Mag keine Zivilisation, die diese Spionageaktionen ignorieren. Okay. Schicken wir uns hier eine Delegation? Wieso nicht? Ich glaube, die mag sowas. Vorhin habe ich schon Geld von ihnen gekriegt, also so gesehen. Was will der? Er ist Friedenshüter, er erklärt niemals den Krieg, um nicht als Kriegstreiber dazustehen und ist Friedliebenden gegenüber freundlich eingestellt, hasst Kriegstreiber. Ja, das mag ich auch nicht sonderlich, um ehrlich zu sein. Da kann man da auch gehen. Versteckte Agenda. Naja, okay, gut, soll sein. Und Kleopatra, was willst du? Königin des Nils mag militärisch starke Zivilisationen und versucht sich mit ihnen zu verbünden, um militärische Konflikte zu vermeiden. Mag keine militärisch schwachen Zivilisationen. Okay, viele Truppen macht sie glücklich. Aber es steht hier auch, um militärische Dings zu vermeiden. Das heißt, wenn du stark bist, du bist, glaube ich, eher weniger kriegerisch. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir bauen jetzt hier bald die Hopliten, also so gesehen. Richtung Römer. Achso, zu dem Barbarenlager wieder wahrscheinlich. Abschreckung ist keine Schande. Eine Waffe zu haben heißt nicht gleich, dass man sie auch einsetzen müsste. Ja, das ist mir durchaus klar. Das Wichtige ist erfahren, Frankreich hat gerade eine fremde Delegation empfangen. Sie scheint aus Indien zu kommen. Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen im Bereich der Stadtplanung gewonnen. Okay. Bronze ist der Spiegel der Form. Wein ist der Spiegel der Seele. Das Lager ist ein militärischer Bezirk quasi. Nö, ja, das sind Pferde. Na, schau dir was an. Die Zeit, wenn wir Hopliten bauen. So, jetzt sind wir da draußen. Schauen wir mal, ob wir das da oben schön erforschen können und noch irgendwas finden, was von Bedeutung wäre. Warum greift denn keiner an, frage ich mich gerade. Das Rad, damit könnten wir nämlich auch einen Truppen bauen. Den Streitwagen. Oder doch die Schrift. Machen wir mal die Schrift. Sicherheitshalber. Oh. Schau mal so an. Hattus hat sich um das da gekümmert.
besser finde ich, dass wir jetzt einen Siedler haben. Daher. Und den Siedler schicken wir mal hier. Ich bleib da. Offenes Land, hey, der Ural. Das Kaspische Meer. Schauen wir mal. Na, ich fürchte, wir kommen da nicht bis dahin. Im nächsten Zug. So, was wollten wir? Wir wollten Hopliten bauen. Immerhin sind das unsere Spezialtruppen. Ja, was ist denn das für einer? Was? Der ist schon bis darüber gekommen? Oh mein Gott. Natürlich. Und auf Wiedersehen. Uff. Da wird's zu. Wie wollen wir dort bitte die hinbauen. Hm. Okay, unser Krieger hat Stärke 25, der berittene Barbar hat 10. Hm. Na dann. Auf ihn gibt's. Sieht schon mal ganz gut aus. Vielleicht bauen wir doch nicht dort die zweite Stadt hin, sondern eher hier. An den Fluss hier. Hm. Du wartest mal hier. Puh, viele Barbaren. Der Hoplit ist ganz schön wichtig, wenn wir den langsam finden. Ich glaube, diese Delegationen liefern uns dann diese Nachrichten. Ein wenig Geld. Ja, für das Pferd greifen wir nicht an. Mhm, das war's dann mit dem Pferd. Jede Nation lebt vom Tausch. Andere Politik vielleicht. Plus 2 Gold durch alle Handelswege ist gut. 100% Produktion für Marineeinheiten, der Antike und Klassik, das finde ich perfekt. Und zwar deswegen, weil ich nachher 2 Galeeren baue. Erstens bringt man das einen Bonus, zweitens bringt es uns einen Gesandten. Ja, vielleicht wundert ihr euch. Aber. Achso, warte mal, das war jetzt ein dummer Zug. Hm. Vielleicht wundert ihr euch. Okay, du bleibst noch stehen. Du bleibst auch stehen. Warum wir. Keine Straßen bauen mit unseren Typen, mit
mit unseren Handwerkern. Ganz einfach, jeder Handwerker kann nur drei Dinge machen, deswegen macht er jetzt auch noch gar nichts. Dann ist er weg. Dafür geht es auf automatisch und sofort. Und wir müssen leider ständig neue Handwerker bauen. Das war vielleicht jetzt gar nicht mehr so gut. Gut. So. Was machen wir als nächstes? Schwer zum sagen. Pantheon wird sich wahrscheinlich ausgehen, während wir das machen. 30 Runden. In 15 Runden müssen wir schauen, ob der Pantheon schon da ist. 25 Glauben brauchen wir dafür. Das heißt noch 15 Runden. Das ist gut. Das heißt in 15 Runden, eigentlich 14 Runden. In 14 Runden kriegen wir dann den Pantheon. Dann haben wir... Handwerker geht uns jetzt nicht verloren. Das wäre nicht nett. Ihr seid nicht würdig, euch in unserer Präsenz zu ahlen. Okay, wir sind offensichtlich nicht stark genug für sie. Ach, Feigling, geh nicht weg. Das ist nett. Er greift diese Leute an, das finde ich gut. Das finde ich nicht gut. Zu schreiben bedeutet zu teilen. Es ist ein Teil des menschlichen Wesens, Dinge teilen zu wollen. Gedanken, Ideen, Meinungen. Finde ich gut. Du erholst dich. Tierzucht. Das wäre vielleicht gar nicht einmal so blöd. Dann können wir nämlich Weiden bauen. Als erstes abbauen, dann kriegen wir nämlich den Bonus für das Wein-Ding. Vielleicht sollten wir nicht danach gehen. Aber wir sollten vielleicht auch schauen, was der Chinese mag. Das sollten wir vielleicht wirklich machen. Was magst du? 10.000 Klimauer. Mag Zivilisationen, die nicht mit Wundern, nicht um Wunder wetteifern und baut Wunder, wann immer es möglich ist. Mag es nicht ein Wunder, eine andere Zivilisation zu verlieren. Na super. Heißt das, wir sollen keine Wunder bauen? Kannst mich mal gern haben. Freunde und Zwetschgenröster. So, dann gehst du gleich mal daher. Du bleibst einfach stehen. Du bist
weiter, weiter. Könntest du uns bitte nicht verfolgen, du doofer Papa? Weitergebracht. Genau. Ausrichtungsbonus und Technikbonus. Gut. Dann, was brauchen wir in Korinth als erstes? Wir könnten hier einen Händler bauen. Bei Schiffe können wir da eh nicht bauen. Aber das will ich auch nicht bauen. Bauen wir da tatsächlich einen Händler und machen wir als erstes einen Handel zwischen Athen und Korinth, damit wir da eine Straße kriegen. Das habe ich vergessen noch zu sagen. Straßen werden nicht mehr von diesen Bautrupps gebaut, sondern von Händlern. Elender Siedler, geh weg. Sicherheitshalber, nicht dass uns das wegnimmt. Sollen wir gleich als nächstes auch abbauen mit unserem Bergarbeiter. Geh mal darüber, damit wir auf das, also vielleicht hätten wir da bleiben sollen, damit die uns nicht gleich angreifen können, nicht so leicht angreifen können. Euer Volk lässt sich zu nah nieder. Ihr solltet woanders nach Land suchen. Ja, was soll ich tun? Hier muss ich ja siedeln. Ich habe nichts dafür, dass ich direkt neben euch starte. Ja, ja. Und tschüss. Was ist mit euren Städten? Wo hast du deine hin? Wahrscheinlich auch in der Nähe. Was? Greift mich der an. Werft er das? Ich mag Schweine. Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Tja, Winston Churchill war ein kluger Mann. Der kannte sich eben mit Schweinen aus. Okay, wie ist denn das, wenn wir das angreifen wollen? Das wollen wir jetzt nicht angreifen, wir werden uns weiter teilen. War's wohl mit unserem Speer. Verschanzen wir uns mal bis zur Heilung. Ich glaube zwar nicht, dass uns das am Leben hält, aber versuchen können wir es ja mal. Und mit etwas Glück kriegt er so viel Erfahrung, dass er aufsteigen kann. Da kriegen wir nämlich auch ein bisschen Lebenspunkte zurück. So, aber jetzt die Bewässerung. Lang genug haben wir gewartet. Danach können wir den Wein handeln mit irgendwelchen Leuten. Ja, ja. Ja, das war abzusehen. Ach ja, nicht überlebt. Ha, dafür einen Gesandten für Hattusa erwischt. Der Hochzeit geht gleich einmal da weg. Also, du bleibst da noch stehen. Und jetzt bauen wir mal Galia. Zwei Stück, um genau zu sein. Könntest du das bitte lassen, du dummes Ding?
Das ist mein Eisen. Geh da weg. Gibt's das? Ärgerlich. Ich habe hier eine Handelsdelegation, bla 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 bla, eure Delegation ist uns willkommen. Interessant. Na schau, die Kleopatra mag uns wieder. Wir sind offensichtlich stark genug. Und ich glaube, mit seinem Siedler kommt er da jetzt irgendwie nicht ganz klar. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was er mit dem Siedler machen soll. Finde ich gut. Sehr gut. Und wir können Eisenverarbeitung besser bilden. Finde ich gut. Finde ich gut. Und da ist im Übrigen auch Eisen. Da ist ja auch Eisen. Das sollten wir vielleicht. Wie viele Runden noch? 6 Runden, bis wir es kriegen. Puh. Riskieren wir das? Ich weiß, ob die schon Eisenverarbeitung können. Also ob die schon Bronzeverarbeitung haben. Kann man das irgendwie sehen? Keine Berichte aus den letzten 10 Runden. Vielleicht sollten wir dem eine Delegation schicken. Vielleicht sehen wir dann solche Sachen. Delegation empfangen. Sie scheint aus Griechenland zu stammen. Echt jetzt? Das ist eine dumme, bescheuerte Nachricht. Ich hoffe, ihr seid euch dessen bewusst. Der Mann, der Schneid genug hat, sich für die Bewaldung und Bewässerung eines Landes einzusetzen, verdient die gleiche Ehre wie seine Eroberer. Finde ich auch nicht schlecht. So. Gehst du mal da her. Okay, und dann greifen wir den da an. Immerhin sind wir stärker. Wir müssen nicht unbedingt auf den Hopliten warten. Der Handwerker geht da her. Und dann bauen wir das doch glatt ab. Finde ich gut. Und der baut das auch ab. Und dann haben wir zwei, genialerweise zwei Wein. Und eines davon können wir handeln. Mit wem wollen wir handeln? Gandhi vielleicht. Handeln. Schau mal, wir haben da zwei Weine. Wie viel Geld willst du uns denn für einen geben? Sie haben nur 8 Geld. Und hier
Verstehe. Diese Vereinbarung kann ich nicht annehmen. Wie steht's mit 6? Diese kann ich nicht annehmen. Wie steht's mit 5? Was ist, du kannst sie nicht annehmen? Gib mir all dein Geld. Ja, die Vereinbarung nehme ich gerne an. Na gut. Schauen wir mal. Was ist das? Ach Gott, können wir das auch schreiben? Schauen wir mal. Fangen wir mal an mit 20. Ah, das würden wir auch annehmen. Was sagt er bei 30? Die kann er nicht mehr annehmen. Okay. 25. Kann er annehmen. Ah, kann er annehmen. 28 ist zu viel. 27. Verdammt, 26 geht. Oder ähnliches einsetzen sollten, die wir nach Athen bauen könnten. So, schauen wir uns mal die Städte an. Wir haben plus 1 Annehmlichkeit. Woher haben wir diese plus 1 Annehmlichkeit? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Wir haben 3 von 5 Wohnraum. Wir haben keine religiösen Bürger, finde ich auch okay. Wir bauen derzeit eine Galeere. Es wäre irgendwie schön, wenn man herausfinden, wenn man das sehen würde, warum wir da eine Annehmlichkeit von plus 1 haben. Was ist das? Ah, da sind die Stadtdetails. Schauen wir uns das mal an. Das kenne ich noch gar nicht. Gebäude und Bezirke. Keine Wunder. Keine Handelsposten. Mhm. Einfach nichts. Kein Pantheon. Mhm. Mhm. Gut, wir haben plus 9 Nahrung pro Runde, minus 6 Nahrungsverbrauch, das heißt wir haben plus 3 Nahrung pro Runde eigentlich. Mhm. Ah, durch den Annehmlichkeitswachstumsbonus kriegen wir 10%. Deswegen werden wir auf Dings plus 1 haben. Kriegen wir 10% Wachstumsbonus. Wir haben 2 Annehmlichkeit und 1 wird benötigt. Woher kriegen wir die Annehmlichkeit, frage ich mich. Wir haben 2 Luxus, wir haben 1 Luxusgut. Unterhaltung 1. Ah, das haben wir wahrscheinlich erst jetzt gerade gekriegt. Wohnraum haben wir 1 durch Gebäude. Wahrscheinlich den Palast oder so, keine Ahnung. 1 durch Modernisierungen. Und 3 durch Wasser. Wir haben Wohnraum und Wasser. Achso, nein. Durch das, wie viel Wasser wir haben. Wie ist das da? Eine Annehmlichkeit und 0 Bevölkerung. 1 durch. Okay, und da haben wir einen Gesamtwohnraum von 6. Weil da haben wir Frischwasser, genau das war's. Frischwasser bringt mehr Wohnraum. Mhm. Was auch immer. So, hier forschen wir. Das wäre gut für Religion. Bogenschießen wäre auf jeden Fall nicht schlecht, um ein bisschen Verteidigung zu haben.
Obwohl Eisenverarbeitung ist eigentlich auch nicht so blöd. Für Verteidigung. Wassermühle, wobei die können wir gar nicht bauen bei uns. Oben in Korinth können wir die dann bauen. Ja, mit dem Schleuderer, den werden wir sowieso nicht machen. Das heißt, wir machen mal Bogenschießen. So. Stunde um. Wir machen Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.